Auszug aus einer Lokalzeitung. Bedrohlicher, unbekannter Mörder noch immer auf freien Fuß. Nach Wochen unaufgeklärter Morde ist der unbekannte Mörder noch immer nicht gefasst worden. Nachdem bisher nur wenige Hinweise auf den Mörder gefunden wurden, erzählt jetzt ein tapferer kleiner Junge, der einen Angriff des Killers überlebt hat, seine Geschichte. Ich wachte mitten in der Nacht auf, da ich schlecht geträumt habe, so der Junge. Ich bemerkte, dass das Fenster offen war, obwohl ich mich noch genau erinnern konnte, dass es geschlossen war, als ich ins Bett ging. Ich stand auf und schloss es wieder. Danach verkroch ich mich wieder unter meine Bettdecke und versuchte wieder zu schlafen. In diesem Moment überkam mich das ungute Gefühl, dass ich beobachtet werde. Ich sah auf und fiel vor Schreck beinahe aus meinem Bett. Zwischen zwei von einem Lichtstrahl bestrahlten Vorhängen konnte ich zwei Augen erkennen. Dies waren aber keine normalen Augen, sie waren dunkel und wirkten bedrohlich. Sie waren schwarz umrandet und jagten mir einfach nur Angst ein. In diesem Moment sah ich seinen Mund. Ein breites, schreckliches Grinsen, von dem sich mir die Haare am ganzen Körper aufstellten. Diese Gestalt stand einfach nur da und beobachtete mich. Schließlich sagte er nach einer gefühlten Ewigkeit, ein simpler Satz, doch so wie er ihn aussprach, konnte es nur ein Verrückter tun. Er sagte, geh schlafen. Ich stieß einen lauten Schrei aus, darauf stürzte er sich auf mich. Er zückte ein Messer und nahm mein Herz ins Visier. Er sprang auf mein Bett. Ich kämpfte dagegen an. Ich trat ihn, schlug ihn und wälzte mich hin und her, versuchte ihn somit von mir herunterzustoßen. Als nächstes stürmte mein Vater in mein Zimmer. Der Mann warf das Messer auf meinen Vater. Er traf ihn an der Schulter. Er hätte meinen Dad vermutlich erledigt, hätten die Nachbarn die Polizei nicht verständigt. So fuhren sie in die Einfahrt und rannten zur Haustür. Der Mann drehte sich um und rannte den Flur entlang. Ich hörte einen Krach, der wie das Zerbrechen vom Glas klang. Als ich aus meinem Zimmer rauskam, sah ich, dass das Fenster auf der Rückseite meines Hauses kaputt war. Ich sah hinaus, konnte sehen, wie er in der Ferne verschwand. Ich sag ihnen, sein Gesicht werde ich niemals vergessen. Diese kalten, bösen Augen und dieses kranke Grinsen. Sie werden nie mehr aus meinen Gedanken verschwinden. Die Polizei ist noch immer auf der Suche nach diesem Mann. Sollten Sie jemanden sehen, der auf die Beschreibung aus dem Bericht passt, melden Sie dies bitte umgehend der Polizei. Jeff und seine Familie waren eben erst in eine neue Nachbarschaft gezogen. Sein Vater wurde eben erst auf der Arbeit befördert und so hielten sie es für eine gute Idee, in eine dieser feinen Nachbarschaften zu ziehen. Jeff und sein Bruder Leo konnten sich deswegen nicht beschweren. Ein neues, besseres Haus. Was gab es daran auszusetzen? Als die Familie am Auspacken war, schaute eine Nachbarin vorbei. Sie sagte, hallo, ich bin Barbara. Ich wohne gleich auf der anderen Straßenseite. Ich wollte mich und meinen Sohn nur eben vorstellen. Sie drehte sich um und rief ihren Sohn zu sich. Billy, dies sind unsere neuen Nachbarn. Billy begrüßte Jeff und seine Familie, rannte dann zurück, um in seinem Garten zu spielen. Nun, sagte Jeffs Mutter, ich heiße Margaret. Das sind mein Ehemann Peter, sowie meine beiden Söhne Jeff und Leo. Sie alle stellten sich ihre Nachbarin vor. Dann lud Barbara, die neu eingezogene Familie, zu der Geburtstagsfeier ihres Sohnes ein. Jeff und sein Bruder wollten ablehnen, doch ihre Mutter nahm die Einladung freudig an. Nachdem Jeff und seine Familie mit dem Auspacken fertig waren, ging Jeff zu seiner Mutter. Mom, wieso zwingst du uns, auf so eine Kinderparty zu gehen? Falls du es nicht bemerkt haben solltest, bin ich nicht einfach so ein dummes Kind. Jeff, wir sind eben erst hier eingezogen, sagte seine Mutter. Wir sollten zeigen, dass es uns freut, mit unseren Nachbarn Zeit zu verbringen. Es ist beschlossen, dass wir zu Fete gehen.
Jeff hielt sich selbst davon ab, weiter auf seine Mutter einzureden. Denn er wusste, dass es rein gar nichts bringen würde. Immer wenn seine Mutter etwas sagte, stand er endgültig fest. Er ging in sein Zimmer und ließ sich auf sein Bett fallen. Er lag auf seinem Bett und starrte die Decke an, als er plötzlich ein seltsames Gefühl verspürte. Es tat nicht weh, doch es war ein merkwürdiges Gefühl. Er tat es als irgendein zufälliges Gefühl ab. Dann hörte er, dass seine Mutter ihn rief, er solle runterkommen und seine Sachen holen. Also ging er. Am nächsten Tag ging Jeff runter, um sich frühstücken und sich für die Schule fertig zu machen. Als er da saß und aß, spürte er wieder dieses seltsame Gefühl. Doch dieses Mal war es stärker. Er bekam einen leichten, zerrenden Schmerz davon. Doch er ignorierte es erneut. Nachdem er und Leo aufgegessen hatten, gingen sie zusammen zur Bushaltestelle. Als sie da saßen und auf den Bus warteten, kam ein Kind mit einem Skateboard vorbei und sprang nur wenige Zentimeter über ihren Schößen hinweg. Beide sprangen überrascht zurück. Hey, was zur Hölle? Das Kind landete und drehte sich zu ihnen um. Er trat auf sein Skateboard, sodass es hochflog, und fing es mit seinen Händen auf. Das Kind sah aus, als sei es etwa 12 Jahre, ein Jahr jünger als Jeff. Er trug ein Aeropostale-Shirt und blaue, zerrissene Jeans. Na, 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 sieht aus, als hätten wir hier Frischfleisch. Plötzlich tauchten 2 weitere Kinder auf. Eines war extrem dünn, das andere sehr groß. Nun gut, da ihr neu hier seid, stelle ich uns gerne vor. Das ist Kite. Die Brüder blickten zu dem dünnen Jungen. Er hatte ein dämliches Gesicht, von dem man erwartete, dass es ein Handlanger hat. Und das ist Troy. Sie sahen zu dem fetten Kind. Das ist mal ein Dickwanz. Der Junge macht den Eindruck, sich nicht sportlich betätigt zu haben, seit er krabbeln konnte. Und ich, sagte das erste Kind, bin Randy. Für alle Kinder in der Nachbarschaft gibt es einen kleinen Preis für die Busfahrt zu zahlen, wenn ihr versteht, was ich meine. Leo stand auf, bereit, dem Jungen das Licht auszuknipsen, als plötzlich einer seiner Freunde ein Messer zog und auf Jeffs Bruder richtete. Ich hatte gehofft, ihr würdet besser kooperieren, doch anscheinend müssen wir das auf die harte Tour machen. Der Junge ging zu Leo und zog ihm sein Portemonnaie aus der Tasche. In dem Moment bekam Jeff wieder dieses Gefühl. Diesmal war es richtig stark. Es brannte richtig in ihm. Er stand auf, aber Leo deutete ihm an, er solle sich wieder hinsetzen. Jeff ignorierte seinen Bruder und trat dem Kind gegenüber. Okay, hör zu, du Idiot. Gib meinem Bruder sofort seine Brieftasche zurück, sonst... Randy steckte sich die Brieftasche ein und zog sein eigenes Messer. Ach ja, was willst du sonst tun? Gerade als er den Satz beendet hatte, schlug Jeff ihn auf die Nase. Als Randy nach seinem Gesicht greifen wollte, packte Jeff dem Jungen am Handgelenk und brach es. Randy schrie und Jeff nahm ihm das Messer weg. Troy und Kite stürmten auf Jeff zu. Doch Jeff war zu schnell. Er warf Randy zu Boden. Kite holte nach Jeff aus. Doch dieser duckte sich und stach Kite in den Arm. Kite ließ das Messer fallen und ging schreiend zu Boden. Troy stürzte sich auf Jeff, doch er brauchte nicht mal das Messer. Er schlug Troy einfach in den Magen und Troy ging zu Boden. Befiel kotzte er sich voll. Leo konnte nichts tun, außer Jeff überrascht und verwundert anzusehen. Jeff, wie hast du... Das war alles, was er sagte. Sie sahen den Bus kommen und wussten, dass sie für die ganze Sache verantwortlich gemacht werden würden. Also rannten sie so schnell sie konnten. Während sie rannten, schauten die beiden zurück und sahen den Busfahrer Randy und den anderen zu Hilfe eilen. Als Jeff und Leo es zur Schule geschafft hatten, trauten sie sich nicht zu erzählen, was passiert ist.
Sie saßen einfach nur da und hörten zu. Leo dachte einfach darüber nach, wie sein Bruder ein paar Kids verprügelte. Doch Jeff wusste, dass es mehr war. Es war etwas Beängstigendes. Als ihn dieses Gefühl überkam, spürte er, wie intensiv es war, dieses Bedürfnis, einfach jemanden verletzen zu wollen. Er mochte nicht, wie es sich anhörte, doch er konnte nichts dagegen tun. Er fühlte sich glücklich, er spürte, wie dieses seltsame Gefühl verschwand und für den restlichen Schultag wegblieb. Selbst als er nach Hause ging und wegen der Sache, die heute an der Bushaltestelle geschehen war, nie wieder mehr den Bus nehmen würde, fühlte er sich glücklich. Als er zu Hause ankam, fragten seine Eltern, wie sein Tag war. Und Jeff antwortete in einer etwas seltsamen Stimme: Es war ein wundervoller Tag. Am nächsten Morgen hörte er ein Klopfen an seiner Haustür. Er ging nach unten und sah zwei Polizisten an der Haustür stehen. Seine Mutter warf ihm einen wütenden Blick zu. Jeff, dieser Officer haben mir erzählt, dass du drei Kinder angegriffen hast und dass es kein normaler Kampf war. Sie wurden niedergestochen. Niedergestochen! Jeff blickte auf den Boden, was seiner Mutter zeigte, dass es wahr war. Mom, sie waren diejenigen, die Messer gegen Leo und mich zückten. Junge, wir haben drei Kinder gefunden, zwei davon mit dem Messer verletzt und einer mit einem Bluterguss im Magen. Außerdem haben wir Zeugen, die beweisen, dass ihr vom Tatort geflohen seid. Also, was sagt uns das? Jeff wusste, dass es zwecklos war. Er hätte zwar sagen können, dass er und Leo angegriffen wurden, doch sie hatten keinerlei Beweise dafür. Er konnte nicht leugnen, dass sie geflohen sind, denn das war die Wahrheit. Jeff konnte weder sich noch seinen Bruder verteidigen. Jeff, hol deinen Bruder her. Das konnte Jeff nicht tun, schließlich hatte er die Kinder angegriffen. Sir, ich war es. Ich habe die Jungs zusammengeschlagen. Leo wollte mich aufhalten, doch er schaffte es nicht. Der Polizist blickte seinen Partner an und beide nickten einander zu. Wenn das so ist, Junge, sieht nach einem Jahr Jugendknast aus. Wartet, sagte Leo. Sie alle sahen ihn, wie er ein Messer in seinen Händen hielt. Die Cops zogen ihre Waffen und richteten sie auf Leo. Ich war's. Ich habe diese Punks verprügelt. Ich habe Narben als Beweis. Er krempelte seine Ärmel hoch, um Narben und Prellungen zu zeigen. So als ob er in einen Kampf verwickelt war. Junge, leg einfach das Messer weg, sagte der Officer. Leo hielt das Messer hoch und warf es auf den Boden. Er nahm seine Hände hoch und ging zu den Polizisten. Nein, Leo, ich war's, ich war's. Jeff liefen die Tränen über sein Gesicht. Armer Bruder, versucht die Schuld auf sich zu nehmen. Nun gut, führen Sie mich ab. Die Polizisten führten Leo raus zum Streifenwagen. Leo, sag ihnen, dass ich es war. Sag's ihnen. Ich habe die Kinder verprügelt. Jeffs Mutter legte ihre Hände auf seine Schulter. Jeff, hör bitte auf zu lügen. Wir wissen, dass es Leo war. Du kannst damit aufhören. Hilflos sah Jeff zu, wie das Polizeiauto mit Leo wegfuhr. Ein paar Minuten später kam Jeffs Vater heim und fuhr zur Einfahrt rein. Als er Jeffs Gesicht sah, wusste er, dass etwas passiert war. Mein Sohn, was ist los? Jeff konnte ihm nicht antworten. Seine Stimmbänder waren von vielen Weinen angestrengt worden. Stattdessen ging seine Mutter mit seinem Vater nach drinnen, um ihm die schlechten Neuigkeiten zu überbringen. Während Jeff weinend in der Einfahrt zurückblieb, etwa eine Stunde später ging Jeff zurück ins Haus. Um zu sehen, dass seine Eltern sowohl schockiert, traurig als auch enttäuscht waren. Er konnte sie nicht ansehen, er konnte es nicht mit ansehen, wie sie über Leo dachten, obwohl das alles seine Schuld war. Er ging schlafen, um die ganze Sache zu vergessen.
Zwei Tage vergingen, ohne irgendwelche Lebenszeichen von Leo. Jeff hatte auch noch keine Freunde gefunden, mit denen er etwas hätte unternehmen können. Nichts außer Trauer und Schuldgefühle. So blieb die Situation bis Samstag, als Jeff von seiner Mutter mit einem glücklichen, strahlenden Gesicht geweckt wurde. Jeff, heute ist der große Tag, sagte sie, als sie die Vorhänge aufzog und das Sonnenlicht in sein Zimmer ließ. Was ist heute? Fragte Jeff, der gerade im Begriff war aufzuwachen. Na, Bills Geburtstagsparty. Nun war er hellwach. Mom, du machst Scherze, nicht wahr? Du erwartest doch nicht von mir, auf diese Kinderparty zu gehen, nachdem... Er machte eine lange Pause. Jeff, wir beide wissen, was passiert ist. Ich denke, diese Party kann uns alle auf andere Gedanken bringen. Na komm schon, zieh dich an. Jeffs Mutter ging aus dem Zimmer und nach unten, um sich selbst fertig zu machen. Er musste mit sich selbst kämpfen, aufzustehen. Er kramte einfach irgendein T-Shirt und eine Jeans raus und nahm sie mit nach unten. Er sah seine Eltern bereits angezogen, seine Mutter in einem Kleid und sein Vater trug einen Anzug. Er fragte sich, wieso die beiden solche feinen Sachen auf einer Kinderfeier tragen würden. »Das willst du anziehen, mein Sohn?« wurde Jeff von seiner Mutter gefragt. »Besser als viel zu tragen«, sagte er. Seine Mutter unterdrückte das Gefühl, ihn anzuschreien und versteckte dies mit einem Lächeln. »Nun, Jeff, wir mögen vielleicht zu schick gekleidet sein. Doch so hinterlässt man Eindruck.« Jeff stöhnte und ging zurück in sein Zimmer. »Ich hab keine schicken Klamotten«, schrie er die Treppe hinunter. »Nimm einfach irgendwas«, rief seine Mutter zurück. Er suchte in seinem Schrank nach Sachen, die er als fein bezeichnen würde. Er fand ein paar schwarze Hosen, die es für besondere Anlässe hatte, und ein Unterhemd. Doch er fand kein passendes Hemd. Nur gestreifte oder gemusterte Hemden fand er. Doch keines davon passte zu seiner Hose. Schließlich fand er einen weißen Kapuzenpullover, den er sich anzog. »Das willst du tragen?«, sagten beide Eltern. Seine Mutter sah auf ihre Uhr. »Oh nein, keine Zeit mehr, um was anderes anzuziehen.«